Mitglied im Landesvorstand der Linken. Simone, du hast das Wort. Hallo. Da hinten, da laufen sie jetzt wieder, diese ewig gestrigen. Man sollte meinen, wir leben in modernen Zeiten. Man sollte meinen, wir leben in Zeiten, in denen Nationalismus überholt ist. Und das Gegenteil ist der Fall. Wird natürlich immer ein paar geben, die diesen verbrecherischen Unsinn für das einzig Wahre halten. Gegen Verblendung und Blödheit ist halt kein Kraut gewachsen. Und da brüllen sie dann, wir sind das Volk. Und sie meinen, völkisch. Und dann brüllen sie, wir sind die Opfer. Und sie schaffen Opfer jeden Tag. Und da ziehen sie seit Jahren marodierend durch dieses Land und wollen Angst schüren. Da hinterlassen sie verbrannte Unterkünfte, zerschlagene Scheiben und Tote. Und da wagen sie es wieder zu trennen zwischen gutem und schlechtem Blut, zwischen guten und schlechten Wurzeln. Es ist zum Kotzen! Und die da heute marschieren, die sind nur die besonders hässliche Fratze derer, die sich Patrioten nennen. Derer, die sich erdreisten, von christlichen Werten zu sprechen. Derer, die meinen, das wird man doch noch sagen dürfen. Und dann sagen sie es. Und sie brüllen es. Und dann lädt man sie ein in Talkshows und lässt sie das sagen, was unsäglich ist. Und dann nennt man sie besorgte Bürger. Und dann greift man das, was sie Sorgen nennen, auf und zementiert es in Gesetze. Nicht wahr, Herr Seehofer? Und so gibt man ihnen Futter. Und so rollt man den Teppich auf dem die da drüben marschieren. Und die sich ihnen in den Weg stellen, die sich auf Straßen setzen, um den Nazis keinen Fußbreit ihrer Stadt zu überlassen, die kriminalisiert man. Und statt man gegen die Ursachen des Übels kämpft, und statt man die soziale Ungerechtigkeit bekämpft, statt dass man das Elend auf der Welt beseitigt, statt dass man Waffenlieferungen einstellt, statt dass man Ausbeutung beendet, diese Liste ist endlos. Stattdessen baut man Mauern und Zäune und schließt Abkommen mit Diktatoren und erklärt Bürgerkriegsgebiete zu sicheren Herkunftsländern. Man nimmt Hunger in Kauf, auch diese Liste ist unendlich. Kapitalismus endet im Zweifel, also wenn es ihm an den Kragen geht, im Faschismus. Es gibt keine nationalen Lösungen in einer globalisierten Welt. Es kann nur globale Lösungen geben. Und dazu braucht es ein humanistisches Europa, eines, das tatsächlich auf christlichen Werten fußt, eines, das stark ist, nicht gegen den Rest der Welt, sondern für den Rest der Welt. Ja. Und die sogenannten Patrioten sind dabei, den Nationalsozialismus wieder salonfähig zu machen. Sie bauen an seinem neuen Fundament und man lässt sie gewähren, oder? Wir nicht. Wir lassen sie nicht gewähren. Es ist so schön, mit euch hier zu sein. Es ist so toll, dass ihr alle da seid.
Denn das eigentlich Wichtige heute ist nicht, dass die da sind, sondern dass wir hier sind. Ja. Denn hier gibt es wirklich ein Wir. Und das, obwohl wir Leute sind aus völlig unterschiedlichen Richtungen. Gewerkschafter, Arbeiter, junge, alte, reiche weiß ich ja nicht, so arme, konservative, linke, Christen, Moslems. Es ist wunderbar. Frauen, Männer übrigens auch. Und ein Wir wird daraus, weil wir hier stehen. Und wir stehen gemeinsam für Humanismus und wir stehen gemeinsam gegen Rassismus und gegen Faschismus. Und dieses Wir, das ist es, was zählt. Mir macht das Mut, mir gibt das Kraft. Also lasst uns einander Mut und Kraft geben. Und man sagt, die da, diese sogenannten Patrioten, das seien so viele, ich glaube das nicht. Die sind nur lauter. Und so müssen wir, die wir viel mehr sind, viel lauter werden. Und dazu müssen wir nicht mal brüllen oder schreien. Wir brauchen nur genug Münder, die sagen, nicht mit uns, nie wieder Faschismus. Ich übergebe ganz kurz an meine Genossin Eva Bulling-Schröter, die ist Bundestagsabgeordnete und hergekommen. Die hat ein kurzes Grußwort für euch. Dankeschön. Ja, liebe Protestierende, ich finde ganz toll, dass ihr alle da seid. Und ich muss sagen, Würzburg ganz, ganz super. Und wir sagen von hier aus, nie wieder Faschismus. Haut endlich ab. Haut ab aus Würzburg und haut ab aus Bayern. Wir wollen euch nirgends hier haben. Und wir sind ja nicht allein. Auch in München demonstrieren heute ganz viele gegen die NATO-Sicherheitskonferenz, gegen die Kriegstreiber. Die sagen, mein Land first. Und wir wollen das eben nicht, weil genau diese Demagogie, das führt zu neuen Kriegen und die wollen wir nicht. Und deswegen wollen wir auch nicht, dass dieser dritte Weg hier marschiert. Und Sie behaupten ja, wenn keine Flüchtlinge mehr hier sind, wenn Migrantinnen und Migranten heimgehen, dann geht es den Deutschen besser. Und ich denke, mit diesem sozialdemagogischen Argument muss man sich auseinandersetzen. Und ich frage euch, ging es, bevor mehr Flüchtlinge kamen, jemand besser? Hat er mehr Rente oder sie bekommen? Oder gab es mehr Hartz IV? Nein, und das müssen wir den Menschen auch sagen, die etwas anfällig gegen so eine Demagogie sind. Ich denke, wir müssen kämpfen für soziale Gerechtigkeit, dass alle Menschen hier in diesem Land, egal welche Hautfarbe, gut leben können. Und das ist auch möglich. Es gibt genügend Reichtum in diesem Land und der muss anders verteilt werden. Und dazu brauchen wir keinen Rassismus, sondern soziale Gerechtigkeit. Toll, dass ihr alle hier seid. Ganz, ganz super.